Willkommen zurück zur Tomb Raider Shadow of. Wir sind immer noch in der Stadt Kuvak. Und gucken, was wir noch so verbessern können, wie zum Beispiel den ergonomischen Griff oder aber die Magazinerweiterung für die Pistole. Ah, dafür reicht's ja nicht. Ach. Und wir wollen eigentlich mit den lokalen Typen, der die Arbeit hier verwaltet, reden. Um irgendeinen anderen Typen zu helfen, weil ich glaube, der Junge hier. Wir möchte wahrscheinlich nicht so. Irgendwo müsste hier der Typ sein, der die Arbeit hat. Ist das er hier? Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Ach, hier da vorne ist natürlich mit dem Auftrag. Flirten die immer noch? Anscheinend nicht. Na gut. Hallo. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Banditensorgen? Zum Stadtrand gehen? Also ich weiß nicht richtig, was ich tue. Ich hoffe, es läuft darauf hinaus, dass ich irgendwie meine Kugel im Kopf haue. Etwas gewaltvoll. So, das ist meine Hauptquest. Das ist die Nebenquest, ne? Probier El Paso? Ich habe keine Ahnung, was El Paso heißt. Es wird ja wahrscheinlich nicht verboten sein, vorbeizugehen, oder? Die Oma ist ja ganz böse. Herr Omar, das ist doch so, das ist doch schon so ein Bösewichtname, offensichtlich. Das Wasser sieht hier überhaupt wie nach Parasiten aus, oder? Also, das weiß ich, das ist halt so ein Wasser, das ist vom Piranha bis zum Krokodil alles drin. Aber hey, guck mal, mehr Vorräte. Ist ja auch echt gut, wenn ich... Jetzt habe ich die Krypta gefunden. Na gut, dann machen wir halt die Krypta als erstes. Es wäre echt gut, wenn ich irgendwie was... Will ich das mal denn hier tauchen in diesem Spiel? Anscheinend die hier. Wasserpflanzen pflücken? Da fahre ich eine Quest. Ich dann denke, dass mir als Kind immer schon zu viel war, irgendwie auch nur unter so einen Ring zu tauchen, ne? Also so beim... Welche Taste war denn tauchen, verdammt? F? Ich drücke gerade mal wild um welche Tasten und wann klappt das mit dem Tauchen? Da ist anscheinend keine Wasserpflanze. Da gab es nur so eine größeren Schwimmringe. Das war mir immer zu doof. Also ich habe da schon mal Angst gekriegt. Achso, das ist einfach nur Steuerung, ne? Ah, ich bin auch dämlich. Was ist das? Ich glaube, Kaffeewasser, nochmal Urlaub. Bestimmt auch, ich finde hier ist nur rüber, so Dreck. Ach. Da hinten liegt vor allem eine Leiche. Eine verbrannte Leiche? Hat er noch den Kanister in der Hand? Also richtig so ein klassisches, unberührtes Grab ist das ja auch nicht, ne? Ist echt ein bisschen dreckig hier, ne? Doch mehr Öl. Aber hey, wir haben Gold gefunden. Aber die Tatsache, dass hier 3 Meter neben der Zivilisation irgendwie eine Leiche rumliegt, das stört keinen, oder? Press F vor Respekt. Die längere. Was, das jemand hat den Weg verbarrikadiert. Ja, das wäre überhaupt kein Problem, wenn ich den Feuerpfeiler hätte. Hatte ich erst neulich eine längere Diskussion darüber gelesen, warum. Achso, ich hätte einfach Molly werden. Ach, so ein Elend! Die haben jetzt einen Feuerfall verschwendet. Nein, liebes Spiel, ich möchte keinen Molly bauen. Ich dachte, das hätten wir mittlerweile ausreichend geklärt. Warum das in diesem Call of Duty Teil Press F to Respect war. Und warum das so dämlich war. Weil das halt einfach Teil des Designs war und das sage ich. Oh, trotzdem ist es halt irgendwie sehr meme-worthy. Wir haben Archivarkarten gefunden. Gut.
ist so ein bisschen nicht ganz respektvoll gegenüber der Kunst, das schon, ne? Also kein Wunder, dass die was gegen Archäologen haben, die Leute hier. Aber ganz ehrlich, wo würde ein Tourist hier bitte schon noch Geld lassen, ne? Also was denn? Wenn ich F zu Respekt zu Payne zahle, dann hau ich wild mit den Dingern um mich rum. Möge Vaders Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Vaders. Quesha, das ist eine Gedenkstunde. Vader der Tyrann. Ich gehe jetzt wohl nicht weiter. Was? Wie nicht? Oh, Scheiße! Das ist ja wohl überlebbar, Lara. Scheiße, jetzt muss ich nochmal neu anrennen. Oder? Ah, nee, ich spiele auf niedrigen Schwierigkeiten. Müsste ich jetzt einmal anfangen des Grabs? Ja, hier. Hier geht's wohl nicht weiter, oh, in der Tat. Scheiße! Oh Gott, nein! Ja gut, das, ich will die kleinere Fleischwunde, die war vorher. Wohin führt bestimmt dieses verdammte Loch hier gerade? Das ist aber lächerlich tief. Wer sind die hier? So, das ist wahrscheinlich der Teil abgeschlossen, wo Leute schon mal waren. Das ist ganz schön groß hier, ne? Vor allem ganz schön tief. Ich meine, da, irgendwo da unten muss ja auch was noch sein, ne? Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Ja, hat er? Naja. Ja, ich glaube, erstmal da stören die Blutigel auch nicht mehr. Das ist. Naja, 7 Meilenstiefel. Einer legendären Söldnerin, damit angeblich die Welt schön. Judy, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Haben wir das schon abschließend geklärt, das Thema? Menu. Also das sieht nach Klettern aus, ja, aber der Rest. Achso, warte mal, ich muss bestimmt einfach nur. Und wie er die Schulter ausgekugelt. Ist klar. Das ist auf jeden Fall der Ausgang, der bestimmt vorgesehen war, ne? Schleimig war vitaminreich? Die Blutlegel jetzt oder Lara? Junge, Junge, Junge. Der Muskelkater des Todes. Hm, und jetzt? Fast geschafft. Wir hatten es doch fast. Okay, das wäre auf hohen Schwierigkeitsgrad wirklich ein bisschen nervig jetzt gewesen, weil ich glaube, ich muss einfach nur hochspringen, oder? Ja. Oh Mann. Ja, das ist halt so ein bisschen dämlich, wenn du so ein kleinerer Mistklick dich dann halt gleich komplett verdammt. Ne? Bist du sonst noch was? Wahrscheinlich. Ja, und wieder raus, wa? Naja. Was ist denn hier für eine Bretterwand? Habe ich hier alles? Anscheinend schon. Na gut. Bin ich mag diese Zähne. Ja, es ist leider mal ein bisschen stumpf, weil es ist egal, in welchen Winkel du rauffällst. Also beim ersten Mal ist es halt irgendwie noch beeindruckend. Aber es ist halt immer genau das gleiche, wie sie aufprallt. Also es ist halt sehr blutig. Aber nach so einem 10. Mal sieht man jedes Mal das gleiche, wie sie halt immer genau gleich auf dem Bauch auftrifft an der. An dieser Stelle, da, das nimmt es halt so ein bisschen ab an Schockwert. Weiß ich, das schockiert mich dann halt nicht mehr ganz so stark. Oh, hier ist noch Gold. Wie baue ich denn unter Wasser Gold ab? Ich schau wieder, dass ich immer noch nicht beim Händler war. Irgendwo unter Wasser pflanzen? Wie zur Hölle sind die anderen Typen hier nicht mit ihren Vorräten da reingekommen? Die werden ja wahrscheinlich nicht mit den dicken Kisten hier durchgetaucht sein. 10 Zuschauer, wo kommen die her? Ah, bestimmt viele Lurker. Nur wegen den Sportanlagen. Die sie jetzt leider verpasst haben.
So, ich würde aber eigentlich zum Rand. Siehst du, ich wollte eigentlich nicht welche Schätze heben, sondern ich wollte mich ja... Ich glaube nicht, dass ich das kann, Bancho. Schon ist ganz einfach. Du nimmst ihn und steckst ihm den Böller in den... Du weißt schon. Hat der sowas überhaupt? Wie soll er sonst scheißen? Nein, ich will das nicht tun. Das ist fies. Sprengen wir doch ein paar Ananas. Was erzählen wir Javier? Dass wir ein neues Haustier haben? Cool. Bin ich jetzt hier richtig? Nee, wo muss ich denn hier langlaufen zum Rand des Bohr? Hallo KKP. Der Typ mit diesem Hut da. Sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Wir sollten das tun. Sie haben Marco so zugesetzt. Er kann kaum gehen. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Aha. So, die arbeiten hier aber nicht hin. Oh ja, nochmal Zeug. Die arbeiten hier aber nicht auf der Bananen. Kakaofrucht verbessert die Ausdauer. Naja, wenn die Lurker-Schwung muss hier aus dem Lurk kommen. Tja. Ich muss übrigens zugeben, dass mir leicht übel wird vom Tomb Raider spielen. Obwohl ich das Headbobbing ja nicht runtergestellt habe, ne? So, jetzt bin ich aber auf Kurs, jawohl. Was haben wir hier noch Schönes? Sieht irgendwie noch da. Also, gerade das da oben sieht halt noch irgendwie ziemlich gut erhalten aus, ne? Eine Huldigung Supais. Dies ist eine Huldigung Supais, des Totengottes und Herrschers über Uku Pacha, die Unterwelt der Inka. Er wird angefleht, mit seiner Legion aus Dämonen an diesem Ort zu erscheinen, wo ihn die Einheimischen mit Gedichten über seine Erhabenheit und Opfergaben in Form von Speisen und Getränken ehren werden. Indem sie ihm auf diese Weise den Respekt zollen, den er verdient, beten die Einheimischen dafür, dass er nur jene zu sich holt, bei denen es unumgänglich ist und anderen ihrer Gemeinschaft nicht unnötig schadet. Ha, er hat bestimmt die Klasse so den ganzen Tag, um den Leuten zuzuhören. Das ist der normale Weg zur Ausgrabungsstätte? Was ist das? Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt lass gut sein hier. Ich muss meine neue Pistole testen. Verschwinde von hier. Ich kann immer noch nicht meinen Bogen raushauen. Ach. Den Vogel hätte ich ja schon gerne mal... Naja, was soll's. Das klingt gar nicht gut. Nö. Nee. Das gibt... Dass keiner was von Pause gesagt hat. Zurück an die Arbeit. Aber das gibt mir wissen guten Grund, Leute zu ermorden. Was du noch von mir willst. Motivation fürs Sklavenarbeit ist schwierig. Oh, es gibt sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Was ist in ihn gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft. Ja. Das hier überlebt nur einer von uns. Letzte Chance aufzugeben. Hab ich den. Waren es alle? Hier bestimmt Geld bei. Das wäre ungefähr so 3 Sekunden zu spät gekommen für die armen Burschen, ne? Dass der Generator hier bei der Feuchtigkeit so funktioniert, ne? Da oben sind noch welche Pflanzen. Also dafür, dass ich hier gerade laut rumgeballert habe. Ist das nicht genau das gleiche Geräusch wie ein Witcher, dieses Dorm? Das kriegst du doch da, wenn du irgendwelche Gegenstände herstellst. Also einfach so die Leute zu erschießen. Ich weiß halt nicht so richtig, was das bringt. Die haben Arbeitskräftemangel. Und dann fangen noch an, die Leute zu erschießen. Mann, was soll das bringen? Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. Boah. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob man ein großartiger Held sein oder Heldin in diesem Fall sein kann,
Nachdem man irgendwie so mal eben 10 Leute über den Haufen geschossen hat. Weil die haben Personalmangel, die haben hier so viele Leute, die sich anscheinend lassen können, rumzuballern. Das ist. Ja, grüßt euch, Freunde. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Danke. Für alles. Danke. Hm. Gibt's noch was zu holen? Das Feuer ist ein Arsch, lässt sich nicht mehr mit dem. Er ist aber zum Glück noch Pistolenmunition. Die brauche ich jetzt tatsächlich gerade nicht so dringend. Solange die Gegner auch noch alle Pistolen mit sich rumschleppen, ist Pistolenmunition voll nicht so das Problem. Hier habe ich gleich noch ein Grab, wa? Ja, dann gehen wir noch mal kurz rein. Das lassen wir uns ja nicht. Das lassen wir uns ja nicht entgehen hier. Mhm. So, also richtig dolle unordentlich alles aufgestellt. Hauptsache irgendwie hin und. Ach. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Opfermesser der Inka, jawohl. Eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Naja, geheilt nicht, aber zumindest mal ein Behandlungsdingens. Glaube ich, dass man sowas macht. Aber ich glaube, bevor man anfängt, irgendwie im Gehirn Löcher zu bohren oder im Kopf, sollte man darüber nachdenken, was Antibiotika sind. Und generell hier so vielleicht das den ein oder anderen Goldtaler in Desinfektion investieren. Wie spielt sich bisher im höchsten Schwierigkeitsgrad? Gar nicht. Wie gesagt, der Mangel an Checkpoints war halt wirklich ein bisschen zum Kotzen. Also das war ein bisschen krass. Also am Anfang, mittlerweile geht's ja sogar. Also jetzt hier, vorhin wäre ich halt in diesen Grab gestorben, wäre ich halt nochmal vom Dorf aus angerannt. Das wäre noch fast noch okay gewesen. Das ist jetzt der zweithöchste. Du kannst leider nicht das so partiell machen, weil ich hätte alles aus bis auf die Checkpointe. Das Problem ist halt, dass du halt wirklich komplett nochmal neu klettern musst. Und das ist halt ein bisschen nervig. Also gerade wenn ich mal verklickst und ich genau weiß, wo es weitergeht. Das ist halt ein bisschen sehr nervig. Also im zweiten Playthrough, glaube ich, wäre es sehr viel möglicher, das zu machen. Also die Kämpfe sind halt immer noch. Also laut deinem Zuschauer auf YouTube, der auch exklusiv auf YouTube guckt, sind die Kämpfe halt schwieriger in Shadows of Tomb Raider generell als in Rise of the Tomb Raider. War bis jetzt, ging es noch, aber die waren jetzt auch nicht so übermäßig bewaffnet, die Jungs, die ich gerade hier geschossen habe, ne? Kann ich also noch nicht sehr ernst beurteilen. Ansonsten, das wäre der höchste Schwierigkeitsgrad schon irgendwie ein bisschen gut, glaube ich, schon irgendwie so. Ja, drehen wir mal zu Pablo zurück. Oder Pablo, Marco? Rüber zu Abby. Gut, ich hoffe, er ist okay. Ja, den geht's allen jetzt super. Das war bis jetzt wirklich die längste Zeit, die ich zurückgesetzt wurde, also ganz am Anfang da. Danach war es nie wieder eine halbe Stunde. Ja, grüß euch. Was? Tiendo, Rabindo? Tiendo ist ein Laden. Fällt mir gerade so ein. Esse no es no mi pato. Ist es nicht meine Ente. Danke, Duolingo, dafür. Jetzt hier. Da ist die Quest. Die können wir noch schnell abgeben. Ja, grüß dich. Läuft doch, wa? Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Ah ja. Unwelcome guest, helps the neighbor. Du schaffst die enormen Schaden. Flussfalke. Jetzt müssen wir mal kurz rausfinden, ob die Mods auch für das Ding gelten. Oder halt auch eben nicht. Ach Quatsch. Hä? Ist mein Fähigkeitsbaum wie gerade größer geworden? Der war vorher nicht so groß. Haut der Schlange, bewegen sie mich schon. Achso, das habe ich durch die Quest gekriegt, ne?
So, hier Beute der Krähe. Das ist das große Ding. Das hier will ich eigentlich haben. Bevor ich irgendwas mache, bevor ich mit dem Händler rede, will ich das hier haben. Aber jetzt erstmal Inventar. So, jetzt haben wir hier Flussfalke. 5 Upgrades verfügbar. So ein... Na scheiße, das ist die Diegel. Ich muss die ganzen Upgrades wirklich nochmal neu machen. Das ist natürlich jetzt eher schlecht. Verdammt. Was ein Magazin? Was ist das hier? Rückstoß, schon nicht so verkehrt. Was können wir jetzt noch? Nachladezeit. Also das Ding ist billiger zu leveln, so wie es aussieht, ne? Und der Lauf sieht natürlich ein bisschen nicht so doll aus. Naja, was soll's. Judy. Dann rüsten wir das Ding mal aus, würde ich sagen. Haben wir schon. Gut. Ja, dann haben wir jetzt die Diegel. Schön, schön, schön. Gut. Dann wartet erstmal. Schön war die Wesen.